Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Nach dem letzten Mal, wo wir uns so wunderbar attackiert haben die ganze Zeit, jetzt wieder eine normale Quest. Und zwar den Königslot, auf den ich euch nie gezeigt habe. Wo kam der denn überhaupt? In der Achtung, und Kai ist schon längst dort. Ach ja, ich benutze gerade Kanone deswegen, weil das eine recht gute Kombination ist, zwei im Nahkampf zu haben und einen, der den Fernkampf macht. Wenn ihr jetzt beide beieinander steht, kann ich euren Angriff boosten. Ich habe nicht wirklich Interesse daran, euch beide einzeln. So, jetzt habe ich euch beide einmal verbessert. Jetzt kann ich meinen Schmarrn machen. Danke, Mensch. Au. Will nicht von dir plattgewalten werden, du Schwammkopf. So, aufladen. Ach, ich habe gar nicht geguckt, ob man den Megaschuss auch aufladen kann. Konnte man nicht irgendwie seinen Kopf irgendwie zweimal brechen? Ja, einmal vorne und einmal die Mähne. Ich habe ihn noch erwischt. Vorne und die Mähne. Kommt, den holen wir uns, Jungs. Den holen wir. Ich bin ja dabei. Ich geh schon mal vor. Alter, du bist zeitgleich mit mir angekommen. Du hast nicht wirklich einen Geschwindigkeitsboost. Ich rate dir echt zur Katze zu wechseln. Vor allen Dingen, weil du auch mehr Material bekommst. Ist wesentlich nützlicher, die Katze. Dass du so voraussprintest, das nützt keinem von uns was. Ich mag den Hund, lass mich vor. Sind wir kam Fisch gegen Ding. Kämpfen die wirklich oder? Mata. Nicht mehr. Ich hab den anderen, Sunny! Hey, los, lass pendeln! Ja. Es ist Zeit für den Kampf! Ja! Ich besieg dich! Komm her! Ihr seid laut! Ich mach dich fertig! Der Fisch macht nix! Jetzt kommt mein berittener Rächer gegen dich! Pokémon! Ja, wir hatten gerade gefühlt echt zwei Pokémon! Der Fisch ist abgehauen und der andere auch. War aber lustig. Gerne mehr davon. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das geht, ob man zwei Viecher reiten kann und sich gegenseitig bekämpfen kann. Und es geht tatsächlich. So, die Mega-Muni ist rein. Kann ich die aufladen und dann bringt die mir einfach einen kompletten Scheiß. Nö, ich kann die überhaupt nicht aufladen. Aber wenigstens macht die einmal Bumm. Mir deutlich weniger Schaden, als das andere macht. Hat Ermüdung bei dem überhaupt eine Wirkung? Ich glaube kaum, wenn man. Also ich kann mit auf den Schweif gehen, ich kann Schnitt schießen. Und da hinten eigentlich viel Material gedroppt, ich habe jetzt gar nichts mitgenommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur geachtet, ich habe mir auf unseren Kampf. Ich glaube, es kann gar nichts, aber ich kann mich auch hören. Kann man in meinem Inventar gucken, ob ich irgendwas dabei habe. Nee, da kam nichts. Sonst hätte ich irgendwas. So. Ich weiß nicht, wie die das Video irgendwie nennen. Irgendwie so. Der Monster hat dazu Pokémon wird. Monster kann in dem Video nennen. So, Schnitt. Schnee ist schon die ganze Zeit mit Schnitt auf den Schniepel. Könnte sie sich bitte umdrehen? Das funktioniert auch. Dafür ist der Hund gut, er kann die Angriffe unterbrechen, aber mehr tut er eigentlich auch nicht. So, ich mach meinen Job. Ich nerv aus der Ferne. Das war der Schwanz. Sehr schön.
So, ich bin im Sniper-Modus. Ja, ich hab noch einen halben Minute bekommen. Ich müssen snipen. Ach, da sind sie denn noch angebracht? Nein, so funktioniert die andere Mega-Attacke von der Knarre. Du schießt dann so drei explosive Dinger. Die machen dann alle so dreifaches, was du normalerweise machst. Ich finde aber, dass die Gatling immer noch besser ist, weil du damit durchgehend das Doppelte machst. Und davon auch um die 20 bis 200 mehr verschießt. Oh, gut nach. Keiner von uns hat Bomben dabei. Mit. Die haben wir schon woanders auch gebraucht, ne? Warte. Ich hab ihn noch getroffen. Ich hab ihn noch getroffen. Ich muss erstmal nachladen. Also ich finde, die Fenstersalve ist keine gute Knarre. Allein schon deswegen, weil sie das Auge statt dem Herz hat. Nein, das kannst du nicht ändern. Das liegt an der Knarre. Entweder hat es die eine oder das andere. Ah, ich bin gespannt. Hilfe! Aua! Alles gut. Nein, er hat die weggedreht. Das waren seine Hörner. Ja, da schieße ich auch schon die ganze Zeit drauf. Und das war der. Ich hab noch getroffen. Geh doch mal weg von mir. So, frisst meine Munition. Jetzt ist Schnittmuni. Es ist einfach an ihm abgedriftet. Genau bei ihm ist es einfach nach rechts abgedriftet. So, Schrapnell! Kommt man den nicht auch mit einer Schallbombe nerven? Oh, also, nee, ich glaube den nicht. Oh, Lähmung. Und tot. Nee, ich hab eine Falle gesetzt. Oh, langweilig. Töten. Och, Material. Kai will Blut sehen. Warte. Da ist Blut. Den Blut sehen, ich bin es. Wir können noch ein zweites Monster machen, wenn das so weitergeht. Der hat ja die verschiedenen Shiny Drops mit den Früchten, wenn man den dabei unterbricht. Und einer davon ist so eine Lähmfrucht und die fehlt mir noch in der Liste, damit ich alles von ihm gesammelt habe. Ah, okay. Okay. Vielleicht kriegst du sie jetzt. Warte, warum habe ich das? Sagte ich, dass ich hoffe, dass das Viech jetzt. Bleib stehen! So, ich hab den Lübbel. Hm? Okay. Ja, dich! So, jetzt aber! Pam! Ich hab sogar noch extra in die andere aber Richtung geguckt. Nein! Den kannst du nur brechen, den kannst du nicht abbrechen. Ah. Ja, macht Sinn, ergreife los, hat nicht zwei. Vor allen Dingen steht er die ganze Zeit auf dem. Das ist hier ein Hammer. Ja. Warum bist du eigentlich so nah an ihm dran? Ich? Kann der mal ein bisschen näher kommen? Ein Millimeter! Dann treffe ich auch. Ich habe schon aufgeladen. Komm noch einen Millimeter näher.
Achtung. Dann halt den. Der ist halt instant gelebt. Ja. Der hat den Fukai aus der Luft rausgelernt. Jetzt haut der Bischat nur noch ab. Ja, ich donne den hier so lange in die Wand, ne? Jagt den Bischat mit dem Fukai hinterher. Ja, ich muss reichen dafür. Ja, der müsste komplett außen rumlaufen, das ist nicht ganz so. Zeit könnte ein bisschen eng werden. Bei mir knackt die hin und wieder. Kann aber auch sein, dass ich, weil ich halt dieses eine Programm nebenbei offen habe. Guck mal, ich bin heilig. Mit der Antidopra. Ey, was für einen weiten Drift hat die Munition denn bei der Waffe? Da muss ich ja irre weit nach links zielen. Meine Chance ist gekommen. Ich kann die leider nur einsammeln, wenn du sie liegen lässt. So, ich kann nur einmal einsammeln. Ja, okay, dann lass ja deswegen lasse ich sie auch liegen. Okay. Ich habe schon alle Früchte von den Eimer gehabt. So, ich will treffen. Er hat im High Rank noch eine zusätzliche. Er hat im High Rank hat der 4 Früchte, die Jumbo, die Gift, Ampro. Pam! 388 mit einem Schuss! Aua! Megatrank. Muss heilen. Ausweichen! Ich muss den Knochenhaufen einfach mitnehmen. Die 300 Schaden-Kombo, die. 300. So, Material vom was auch immer. Na, Schaden bekomme ich auch hin, wenn ich die Kombo durchbekomme. Was ist denn das für ein Angriff? Den sehe ich jetzt zum ersten Mal. Hilfe! Ich bin so froh, dass ich sicher war. Also. Ich hätte niemals treffen können, deswegen lieber einfach so schießen. Das kommt jedes Mal in meinen Kopf, wenn der anfängt, sich auf seinen Schwanz hin und her zu bewegen. Ja. Ist da deine Frucht dabei? Also die Lilan, die werden ja höchstwahrscheinlich die eine andere Frucht sein. Genau, stellt euch alle zusammen. Habe ich getroffen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall getroffen. Wahrscheinlich droppt die Lärmfrucht erst, wenn er den Lärmfruchtangriff macht. Ja, dann viel Spaß. Den dabei unterbricht, das kann ja. Dann mache ich das irgendwann solo, dann mache ich ja irgendwie Schaden, bis ich kotze. Und dann weil ich kotze. Oh Gott. Nein. Also ich habe die Lärmfrucht schon. Oh, da war eine Nebelschnecke. So, ich gammel jetzt hier oben. Frostmunition und es haut ab, oder? Das fehlt dir gerade. Ja. Mob mich noch mehr, du blödes Ding. Ich bin aus dem noch vorbeigegangen. Oh, hier oben ist eine Laternenraupe. Was dran hast du? Schnell den Altarot auseinandernehmen. 36 macht das. Ich brauche auch den Magen. Zweimal Qualitätsmeld. Also ich brauche die Monsterbrühe. Die kriegt man halt nur von den Käfern. Wartet, ich habe eine Bombe dabei. Gute Nacht.
Ja, ich habe auch Bomben. Ich nehme. Okay, wo ist meine Schrotze? Da. Kalaschnikow! Ja, kenn die doch. Bringst mich gerade auf was? Ich habe ja Streumunition dabei. Fällt mir jetzt erst ein. War meiner. Hat das jetzt noch Schaden gemacht? Ja. In die Wand. Streu! In dieselbe Wand. So, und jetzt kommt meine Mega-Muni. Solange er sich nicht bewegen kann. Ich muss einfach gut wetzen uns. Das Problem habe ich nicht. Ich kann halt durchgehend angreifen. Ich muss nur hin und wieder die Munition wechseln. Ja, gut. Du musst aber noch Nacht haben. Und einfach keine Nacht. Gift hoch, Gift hoch. Friss, friss, friss. Jede Menge Giftfrüchte, jede Menge Bombefrüchte. Wieder Streu in ihn reingeballert und der haut ab. Eine Bombe. Ja, ich hatte noch einen übrig. Ja, zack. Ach, komm. Hui. Also mit dem Avatar, das finde ich halt immer noch mega cool. Aber ich warte dann vielleicht erstmal, bis mein neuer PC ankommt. Damit das alles flüssiger läuft. Wo ist der neue? Ein mit deutlich mehr Leistung. Aua. So, wer ist jetzt gestorben? Hä? Hm? Da hat mir nämlich vorher der Quest noch einen Streit gemacht. Komm, du zweimal. Wir schaffen mal die auch noch die zwei. Was in der Fisch ist ekliger als das Tier. Komm. Bei dem Beschaden, den kann ich gut ausweichen. Der Fisch, der war nervig. Trotzdem aus, nicht so zu schreien, das tut dem Ohr weh. Ach, verdammt, den Kev. Ich gehe oben lang. Habe ich eingesammelt. Ach so, da kann ich ja gar nicht lang. Hier liegt ein Miefmerz. Nein! Ich verstehe. Oh, er ist müde. Von dem habe ich ein Foto wieder Handstand gemacht, das weiß ich. Er hat ein neues Ziel gefunden. Ich glaube die Flügel. Ich habe ihn gerade den Rücken, glaube ich, gebrochen. Damit ist der erste Flügel. Ich hab den Flügel. Da kommt was anderes noch. Guck mal, wer wieder da ist. Ich heb die Knochen auf, nur wegen der Nebenfässer. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Pukai. Der Pukai kommt. Ihr dürft euch prügeln. Der will noch mal spielen, habe ich gehört. Aber nicht mit mir. Ich halte mich da raus. Ja, sollen die sich ruhig kloppen. Hauptsache, der nimmt mich gleich nicht am Looten. Knochen sammeln. Ja, ist eine Nebenquest, ich hab. Schließ mich gerade mal an. Ich bin gelähmt. Deine Lehmfrüchte kamen gerade. Detonationsmuni, go! Ich glaube, bei dem Angriff, der mich gerade eben gelähmt hat, da muss ich ihn raushauen. Damit er die Lehmfrische fallen lässt. Nee, ich hau halt wirklich in 10 Minuten Takt so 25 pro Schuss raus.
Das macht irre viel Schaden. Das ist mindestens 1000 an Schaden, was ich raushau. 100-mal besser als diese andere Waffe. Okay. Geschafft. Never mind. So, wir könnten ihn fangen, der ist tot. Ach, das soll denn nicht. Wir haben ihn geschafft. Das wäre noch so Frucht gewesen. Ja, Leute, das war's mit dieser Session und dieser Folge. Ich hoffe, jedem hat's gefallen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.